Opfer des Pharaos. Die Königin veranstaltet Jagden für ihren Sohn. Hierzu werden Tiere in ein Gehege gesperrt. Was für Tiere sehen wir hier? Einen wilden Stier, einen Steinbock, zwei Oryx-Antilopen und einen umherstreifenden Löwen. Was bedeutet das? Es zeigt, dass die Umgebung der Pyramiden nicht wie heute eine Wüste, sondern eine afrikanische Savanne mit einer Vielzahl von Tierarten war. Aber das Klima hat sich geändert, sodass diese Fauna heute verschwunden ist. Im letzten Jahrhundert vor der Revolution weicht die Savanne der Wüste. Und die Tiere mit dem größten Wasserbedarf verlassen das Königreich. Audran Labrousse glaubt, in der Grabkammer von Pepi dem I. einen Beweis hierfür gefunden zu haben. Hier haben wir einen wichtigen Hinweis, einen Elefanten. Diese Darstellung ist nicht wirklichkeitstreu. Es ist offensichtlich, dass die Ägypter dieses Tier nicht mehr kannten. Wahrscheinlich gab es noch eine vage Beschreibung auf einem Papyrus, sodass sie wussten, dass es einen Rüssel und Stoßzähne besitzt. Die Abbildung ist jedoch in keinster Weise lebensnah. Und wir wissen ja, dass die Ägypter Meister der realistischen Tierdarstellungen waren. Aber das hier hat nur noch wenig von einem Elefanten, da es diese Tiere in Ägypten schon sehr lange nicht mehr gab. Wir haben hier also den Beweis für einen Klimawandel. Die Elefanten verschwanden sicherlich als erste, während die Löwen und Giraffen damals noch Teil der Landschaft waren. Bleibt die Frage, wann genau es zu diesem Klimawandel kam. Nur wenige Kilometer weiter hat ein Team des Deutschen Archäologischen Instituts vielleicht eine Antwort auf diese Frage gefunden. Die Wissenschaftler graben den Zugang zur Pyramide von Snofru aus. Dieser Pharao war der Vater von König Cheops. Bei der Untersuchung der ungebrannten Ziegel stellten sie fest, dass der Zugang 300 Jahre nach seinem Bau restauriert wurde, unter der Herrschaft von Pepi dem I., also zum mutmaßlichen Zeitpunkt des Klimawandels. Dieser Weg, der zur berühmten Pyramide des Pharaos führte, verlief ursprünglich unter freiem Himmel und wurde später zu einem Gewölbe umgebaut. Das ist die ältere Mauer aus der Zeit von Snofru, aus der 4. Dynastie, 2600 vor Christus. Und das ist das jüngere Gewölbe, was in der 6. Dynastie unter Pepi dem I. wahrscheinlich 300 Jahre später, 2300 vor Christus, eingezogen wurde. In der ersten Bauphase, in der Regierungszeit von Snofru, gab es zwei im Querschnitt trapezförmige Mauern. In der 6. Dynastie, rund 300 Jahre später, ist dann dieses Gewölbe eingezogen worden. Man sieht hier eine menschliche Figur, um sich die Größenverhältnisse noch mal besser vorstellen zu können. Warum ließ König Pepi I. den Zugang zur Pyramide eines so fernen Vorgängers restaurieren? Und welchen anderen Grund hätte es für den Bau eines Gewölbes geben sollen, als die vorrückende Wüste, die mit ihrem Sand den Weg zu verschlucken drohte? Diese Hypothese wird auch durch die Arbeiten eines britischen Teams bestätigt, das die Schwankungen des Nilpegels im Alten Reich untersucht hat. Die Hochwasser des Nils werden von den sommerlichen Niederschlägen im Hochland von Äthiopien bestimmt, wo sich seine Quellflüsse im Tanasee sammeln. Die Wissenschaftler haben die Sedimente des Sees untersucht und festgestellt, dass er im letzten Jahrhundert des Pyramidenzeitalters bis zu 50% seines Inhalts verloren hat. In einem Land, das für seine ertragreiche Landwirtschaft bekannt ist,
und in dem sich alle fruchtbaren Felder im Niltal befinden, könnte eine solche Trockenheit zum Niedergang des Pharaonenstaates beigetragen haben. Zumal der letzte Pharao vor der Revolution, Pepi II., den großen Herausforderungen, vor denen Ägypten damals stand, nicht gewachsen zu sein schien. Dieser Überzeugung ist zumindest Audran Labrousse, der in der Pyramide von Pepi II. Einige beunruhigende Hinweise fand, die auf eine neuerliche Schwächung der Monarchie hindeuten. Seit Cheops waren die Ägypter Meister des Pyramidenbaus. Normalerweise gab es bei den Bauarbeiten keine größeren Probleme. Die Pyramide von König Pepi I. beispielsweise ist perfekt. Aber bei der Pyramide seines Enkels kam es zu ernsthaften, ja fast tragischen Komplikationen. Die Steine, die wir hier sehen, sollen die Außenverkleidung der Pyramide stützen, deren abschüssige Flächen Halt brauchen. Diese Stützen müssen also perfekt sein, damit die Außenverkleidung hält. Und das ist hier nicht der Fall. Die Unordnung dieser Stützmauer hat sich auf die Verkleidung übertragen. Sie bekam Risse und ist schließlich herabgestürzt. So etwas ist eigentlich undenkbar, vor allem zu einer Zeit, in der die Ägypter diese Technik perfekt beherrschten. Nach der Katastrophe wurde die Verkleidung wiederhergestellt. Audran Labrousse hat entsprechende Hinweise entdeckt. Es wurde eine Lösung gefunden. Die Außenverkleidung wurde erneuert und restauriert. Und das Fundament der Pyramide wurde mit gewaltigen Steinblöcken umgeben. Hier ist sehr gut zu sehen, wie diese Umrandung das Fundament zusammendrückt und stützt. Sobald der Körper des Königs in der Grabkammer liegt, erwacht das Bauwerk zum Leben. Es trägt jetzt einen Namen und macht Pepi unsterblich. Doch sein glanzvolles Grabmal ist von einer Pfuscharbeit umgeben. Und das verletzt die Würde dieses prächtigen Bauwerks. Pepi II. Regiert über 60 Jahre lang. Das ist eine sehr lange Zeit, vielleicht zu lang. Gegen Ende seiner Regierungszeit lassen sich seine letzten Gemahlinnen jedenfalls nicht hier, sondern in der Nekropole von Pepi I., dem Großvater von Pepi II., bestatten. Das wirkt wie eine Abkehr vom Umfeld des Königs. So, als hätten sie sich unter den Schutz eines weitaus mächtigeren Pharaos stellen wollen. Der Ansehensverlust des Pharaos zeigt sich besonders deutlich beim Vergleich dieser kleinen Statue von Pepi II. Mit dem edlen Bildnis seines mächtigen Vaters Pepi I. Oder mit der göttlichen Autorität, die diese Statue seines fernen Vorgängers Chephren ausstrahlt. Gibt es eine Verbindung zwischen der Darstellung des Königs und der Revolution, die nach 500 Jahren den Niedergang der ehemals größten Weltmacht auslöste? Die Zentralregierung ist jedenfalls geschwächt und die Zahl der abtrünnigen Gebiete wächst. Der Papyrus des Schreibers Ipuwer berichtet von diesem entsetzlichen Trauma. Das Land, so sagt er, werde von ruchlosen Diebesbanden heimgesucht, die das Hab und Gut der Mächtigen rauben.
Erst 200 Jahre später sollte Ägypten zu seiner alten Einigkeit zurückfinden und aus den Ruinen der Vergangenheit ein neues Königreich entstehen lassen. Lange nach der Revolution erhielt ein kleiner Beamter den Auftrag, in der verwüsteten Nekropole Ordnung zu schaffen. Und aus den Steinblöcken, die er eingesammelt hatte, ließ er sich diese Pyramide bauen. Und in dieser Pyramide, die Audran Labrousse und sein Team entdeckt haben, findet sich ein wichtiges Zeugnis aus der Zeit nach der Revolution. Hier steht der Name. Re, Erichef, Naht. Und hier haben wir etwas ganz Außergewöhnliches, die Pyramidentexte. Sie sind sehr flüchtig und etwas schludrig mit dem Pinsel gemalt. Sie wirken ein wenig naiv, aber das macht nichts. Sie funktionieren trotzdem. Die Ewigkeit, die bislang der königlichen Kaste vorbehalten war, ist nun auch anderen Bevölkerungsschichten zugänglich, sodass selbst ein einfacher Mann wie Re Erichef Naht in ihren Genuss kommen kann. Diese Demokratisierung geht ziemlich weit und öffnet einer großen Zahl von Ägyptern den Weg zur Unsterblichkeit. Die Pyramidentexte sind innerhalb weniger Jahrzehnte vom König auf seine Angehörigen und nach der Revolution schließlich auf einen noch größeren Kreis von Ägyptern übergegangen. Die Eroberung des Jenseits ist also das Ergebnis dieser ersten bekannten Revolution in der Geschichte der Menschheit.